Infanteristen, Panzer, Flugzeuge. Wo, wenn nicht in Battlefield, gibt es so viel spielerische Abwechslung in einem Multiplayer-Shooter? Und auch in Battlefield 5 steckt viel mehr drin als nur Team Deathmatch und Domination. Und deshalb erkläre ich euch jetzt die Modi und wie ihr sie gewinnt. Der Battlefield-Modus schlechthin heißt natürlich Conquest, zu Deutsch Eroberung. Hier geht's um mehr als nur ums Gegner zerhämmern. Beide Teams kämpfen darum, Flaggen auf dem Schlachtfeld einzunehmen. Dazu müsst ihr euch in den auf der Minimap markierten Bereich um die Fahne herum reinstellen. Wenn ihr da drin steht, wechselt die Flagge allmählich von rot, feindlich, zu blau. Dann gehört sie euch. Je näher ihr dabei am Fahnenmast dran seid, desto schneller geht das. Da seid ihr dann aber regelmäßig leichter zu sehen, ihr müsst also immer Risiko und Belohnung abwägen. Denn oft werdet ihr nicht allein im Flaggenbereich sein. Der farbige Streifen unter dem Flaggensymbol verrät dabei die Kräftebalance. Wenn ihr zum Beispiel mit einem Kollegen, also zu zweit, im Bereich unterwegs seid und der Streifen zu gleichen Anteilen blau und rot ist, wisst ihr, hier sind noch zwei Gegner in der Nähe. Das ist super nützlich zu wissen. Um den Zustand einer Flagge zu euren Gunsten zu ändern, müsst ihr also in der Überzahl sein. Ist ein bisschen wie beim Saufen. Je mehr Leute in der Kneipe, desto schneller wird man blau und am Ende hat man eine Fahne. Das Team, das die Mehrheit der Flaggen auf einer Map hält, kann nicht nur mehr Spawnpunkte nutzen, sondern zieht den Kontrahenten kontinuierlich Tickets ab, also Leben. Das erkennt ihr im Ticketbalken daran, dass statt eines Totenkopfes ein Fähnchen aufblinkt. Je größer die Mehrheit, desto schneller geht das. Richtig krass wird es entsprechend, wenn ihr alle Flaggen auf der Map haltet, denn bei diesem Ticket-Lead kann selbst das SBS nicht mehr gegenkillen. Deshalb ist es auf Karten wie Hamada, in denen ein Team zu Beginn alle Flaggen hält, unerlässlich, dass ihr schnellstmöglich mindestens eine dieser Flaggen bekommt, um zumindest mal aus dem Ticket Bleed of Death rauszukommen. Schnappt euch ein Auto, weicht den Gegnern aus und erobert eine der hinteren Flaggen. Ein beliebtes Manöver, um schnell an entfernte Flaggen zu kommen, ist, bei einem fliegenden Kollegen zu spawnen und im Zielgebiet abzuspringen. Riskant, kann sich aber lohnen, um ein Match noch zu drehen. Conquest-Runden gehen in Battlefield 5 trotzdem meistens sehr knapp aus. Oh, Alter. Nee, oder? Das liegt daran, dass ab einem bestimmten Punkt des Matches das zurückliegende Team einen Bonus bekommt. Die können dann Flaggen super schnell einnehmen. Das ist quasi ein Ersatz für die Behemoth-Superfahrzeuge aus Battlefield 1, die der unterlegenen Mannschaft eine letzte Chance auf den Sieg geben sollten. In Battlefield 5 gibt's jetzt also keinen Kill-Lieferanten mehr, sondern dafür einen Flaggenservice. Also ran an die Dinger. Dieser Rat gilt sowieso immer, also ran an die Flaggen, nicht einfach an irgendwelche Dinger, denn Kills, die ihr in einem Flaggenbereich macht, bescheren euch ordentlich Bonuspunkte. Gleiches gilt für Befestigungen im Flaggenbereich. Sniper, die am Levelrand rumkämpfen, kriegen diesen Bonus natürlich nicht. Und Freunde kriegen sie auch nicht, sollte ihnen vielleicht mal zu denken geben. Wenn allerdings das Sniper-Opfer im Flaggenbereich steht, dann gibt's den Bonus. Also im Conquest immer auf die Flaggen fixieren, dann darf man auch snipern. Die Conquest-Kunst liegt darin, nicht immer wie eine Horde Lemminge mit dem ganzen Team von einer Flagge zur nächsten zu rennen und dabei alle anderen Flaggen wieder zu verlieren, sondern die Mehrheit der Flaggen zu halten und Bewegungen des Gegners zu erahnen. Das ist eigentlich auch kein Hexenwerk. Wenn Flagge A fällt und danach Flagge B nebenan, stehen die Chancen gut, dass Flagge C als nächstes dran ist. Da kann man dann also auch mal als Verteidiger Stellung beziehen. In der Spawn-Übersicht kann man auf manchen Karten auch sehr gut erkennen, wo Gegner herum und hinlaufen und sie dann entsprechend abfangen. Also, Kills sind schön und gut, aber gewinnen könnt ihr nur mit Flaggen. Das gilt einmal mehr im Breakthrough-Modus. Hier starten die Teams nicht gleichberechtigt, sondern sind aufgeteilt in Angreifer und Verteidiger. Die Angreifer müssen zwei Flaggen gleichzeitig einnehmen und halten. Gelingt ihnen das, geht es weiter in den nächsten Sektor. Für jeden Verteidiger, den sie dann noch in dieser Zone erwischen, gibt's Bonustickets für den nächsten Abschnitt. Netterweise werden die Zurückweichler auch noch rot markiert. Wenn die Angreifer durch alle Sektoren ins Ziel kommen, haben sie gewonnen. Als Verteidiger solltet ihr also alle Defensivmöglichkeiten des Spiels nutzen. Minen, Sprengfallen, Befestigungen, all das. Versorger mit MGs sind hier also die perfekte Klasse. Sucht euch dazu eine Position im rechten Winkel zur Front, denn die meisten Angreifer werden halt doch wie die Lemminge auf die Flaggen zurennen. Und Lemminge kommen in den Fleischwolf. Wobei, dann hat man die ganzen Haare im Hack, das ist ja auch fies. Die Angreifer sollten indes verstärkt auf Medics setzen, denn sie haben begrenzte Tickets und die Sunnies halten die beisammen. Und können auch noch nebeln und damit wiederum die gegnerischen MGs und Sniper behindern.
Auch wenn es Breakthrough heißt, mit den Panzern solltet ihr keinen waghalsigen Durchbruch versuchen. Zu denen mache ich noch ein extra Tutorial, also Abo nicht vergessen, aber die gehen im Nahkampf schnell kaputt. Setzt die Panzer also in der Distanz ein, da sind sie am stärksten. An die Flanken müssen dann halt die Infanteristen ran. So ein träger Tiger geht im Orts- und Häuserkampf nämlich ruckzuck unter. Also das hatte ich jetzt eher so bildlich gemeint, aber okay. Wenn ihr mal klassisch snipern wollt, ist die Verteidigerseite im Breakthrough eure Mannschaft. Denn hier geht es ja darum, Tickets zu knipsen und das können die Sniper. Und natürlich Gegner spotten. Bei Snipern im Angriff kriege ich aber einen Schlaganfall. Also ich will die dann schlagen. Denn es kann zwar schon helfen, gezielt Verteidiger auszuschalten, aber es geht ja um die Flaggen, nicht um Kills. Die Verteidiger haben hier nämlich unendlich viele Tickets. Als Recon solltet ihr also mit Vorrücken und Spawn-Beacons setzen. Und Flares helfen dabei, Gegnerpositionen zu ermitteln. Die schneller feuernden Selbstladegewehre taugen auch durchaus was im Nahkampf. Ich tausche aber gerne mal die Recon-Knarre gegen was Vollautomatisches, um so das beste Angreifer-Equipment zusammenzustellen. Am wichtigsten ist aber, seid keine Lemminge, greift die Flaggen auch mal von der Seite oder gar von hinten an. Und ganz wichtig ist, teilt euch auf. Wenn das ganze Team auf einer Flagge sitzt, kommt ihr nicht weiter. Es ist also keine Schande, wenn euer Squad eine eroberte Flagge einfach mal verteidigt, anstatt zur zweiten weiterzurennen. Und keine Sorge, das ist kein Campen. Wenn sich einer deswegen über euch beschweren will, dann schickt ihn zu mir. Ich liege hinter meiner Eingangstür. Auf dem Boden. Mit meinem Drilling. Sollen sie nur kommen. In Frontlines können die Rollen zwischen Angriff und Verteidigung ständig wechseln. Denn hier geht es darum, eine Reihe von Flaggen hintereinander einzunehmen. Also erstmal eine, gehört die euch, geht's weiter zur nächsten. Fällt die dann aber an eure Gegner, geht's wieder zurück. Das kann also ständig hin und her gehen, wie beim Tauziehen. Mal greift ihr an, mal werdet ihr zurückgedrängt. Erst wenn ihr euch bis zum Ende der Flaggenkette durchgekämpft habt, geht es darum, zwei Ziele in die Luft zu sprengen. Dazu müsst ihr da ran, Benutzen-Taste drücken und dabei hoffen, dass das keiner mitbekommt. Hallo? Die Verteidiger können die Bombe natürlich auch wieder entschärfen. Für so einen Angriff bleiben euch nur eine begrenzte Zahl Tickets. Sind die verbraucht, geht's zurück zum fröhlichen Tauziehen. Der Grand Operations Modus vereint letztlich alles. Denn hier spielt ihr bis zu vier unterschiedliche Matches auf zwei Karten hintereinander. Es beginnt in der Regel mit Airborne. Da springen die Angreifer aus Flugzeugen, müssen Bomben schnappen und Ziele hochjagen. Also Spawn-Beacons und Nebel nicht vergessen. Je nachdem, wie gut die Angreifer dabei abschneiden, gibt es einen Bonus fürs nächste Match, etwa mehr Tickets oder schnelleren Fahrzeug-Respawn. In den nächsten beiden Matches, die dann Tag 2 und Tag 3 heißen, spielt ihr dann Frontlines, Breakthrough oder Conquest. Alter, die Explosion. Und wie die funktionieren, wisst ihr ja jetzt. Tactical Nuke. Runde 3 entscheidet dabei, wer gewinnt. Sollte die unentschieden ausgehen, was sehr selten ist, geht's noch in ein viertes Match. Das heißt dann Final Stand. Und da schließt sich der Kreis, denn das ist praktisch Team Deathmatch. Hier spawnen alle mit ganz wenig Munition und nur einem Leben. Gleichzeitig verkleinert sich das Spielfeld immer zu. Aber nein, das ist noch nicht Battle Royale. Sunnies sind hier also Pflicht, aber als Versorger könnt ihr gleich zu Beginn richtig punkten. Munition für dich! Das Team, das am Ende noch stehen bleibt, gewinnt die Grand Operation. Damit stehen wir auch am Ende dieses Tutorials. Wenn ihr mal so ein komplettes Match sehen wollt und wie man das taktisch geschickt angeht, kann ich euch meine Let's Plays empfehlen. Da erkläre ich auch gerne, was ich mache. Und vielleicht wäre ein Abo für die nächsten Tutorials keine schlechte Idee. Über Kommentare und Daumen freue ich mich natürlich auch. Dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Ihr seid die Besten und ich bin der Fabian. Ciao.